Also unter 14,50 könnte Michael Kohnle noch geblieben sein. Recht gut und eigentlich so der flüssigste. Er ist auch ein der beste Hürdenläufer innerhalb des Zehnkampfs, der Michael Kohnle. Links bei Dvorak, da sehen Sie, wie er die Fußspitzen ziemlich weit nach oben trägt und dadurch nicht aktiv wieder bei der Landung weiter, aber dennoch der schnellste in diesem Feld. Aber Michael Kohnle müsste mit seiner Leistung, er ist 14,51 gelaufen, seinen 10. Platz gehalten haben. Aber das wissen wir erst, wenn alle Hürdenläufe absolviert sind. Das links ist Kohnle. Wie gesagt, mit Wolfgang Beck trainiert er. Auch Hürdenprogramm. Jetzt ist ein neuer Trainer. Er wird in Ulm künftig arbeiten, trainieren. Ist ja als Bankkaufmann tätig. Und einer hat vor ein paar Tagen mal gesagt, wenn er im Zehnkampf wieder so fleißig wird wie im beruflichen, dann werde er der Schwabe werden. Das kann ihn ja Gerd Delling gleich mal fragen. Der Adler sagt gerade, wenn Sie im Zehnkampf in nächster Zeit wieder so fleißig werden wie im Beruf, dann werden Sie ein echter Schwabe, hätte mal einer gesagt. Ja, gut, vielleicht richtig. Wird es auch in nächster Zeit vielleicht Veränderungen geben, dass er mehr trainieren kann, dann glaube ich, geht es auch wieder hochwärts. Ja, das sah eben eigentlich auch ganz gut aus, aber es gibt an keinem Lauf etwas, es gibt an keinem Lauf nichts, was man verbessern könnte. Sie haben gerade gesagt, also so ganz zufrieden war ich auch nicht damit. Ja, gut, mein Start, der war zwar so Durchschnitt, würde ich mal sagen, war nicht so übermäßig toll. Was denn war, wenn ich immer schnell laufen will, bin ich immer zwischen Hürden zu lang und laufe immer zu dicht auf die Hürden auf. Deswegen, ich konnte hinten aus oder könnte schneller, weil ich aber zu dicht und das muss man rennen können. Wer Sie in den letzten Tagen beobachtet hat, der hat gemerkt, dass Sie so mit der Rolle ganz zufrieden nicht waren zu Anfang, aber dass Sie jetzt so richtig aufgehen in diesem Wettkampf, ne? Ja, das ist richtig. Ich meine, ich war nicht so recht, was ich drauf habe und bin am Anfang so ein bisschen hergelaufen von meiner Leistung. Aber zum Rollen zum natürlich glücklich. Das kam ein Problem mit einigen Fans, die hier gerne reinkommen wollten und natürlich zum Teil keine mehr bekommen haben. Haben Sie das lösen können? Ich habe mich eigentlich gar nicht mehr darum gekümmert, aber ich habe gesehen, dass eigentlich doch eine ganze Menge Leute von mir da sind und ich gesagt, alles Gute. Wir haben inzwischen gerechnet, dass die Breitensprung blieb, war klar. 5.562 Punkte. Und er hat seinen Vorsprung ausgedehnt, ausgebaut auf 73 Punkte. Paul jetzt genau 5.489 Punkte auf Rang 2. Da kommt Eduard Hämelainen, Weißrusse 5.415. Das sind wieder 40 Punkte Differenz zwischen Meyer und Hämelainen. Paul Meyer müsste die Diskussion haben, aber dazu später. Plassia, der Franzose, Vierter. Bleibt hier. Fritz hat sich auf Rang 5 verbessert und Christian Schenk mit 5.244 Punkten ist auf Rang 6 zurückgefallen. Aber das sind nur 10 Punkte Abstand zu Fritz, dem 5. und etwa 80 Punkte zu Plassia. Das geht im Diskuswerfen. Michael Kohn ist sogar 9. mit 5.004 Punkten. Und wir sollten noch ganz kurz hören, was Dan O'Brien hat im Hürdenlauf zu sagen hatte. What did disturb you? Dan, was hat Sie gestört vor dem ersten Rennen? Mein Bein tut weh. Es ist ziemlich verspannt. Nur mit einem guten Start kommt auch eine gute Zeit raus. 14,1, das ist nicht so schlecht. Für mich ist gut. Da kriege ich gute Punkte. Mehr als alles andere brauche ich zunächst einmal hier einen guten Start für den zweiten Tag. Denn mein zweiter Tag ist besser von Paul. Und ich hoffe, er macht einen Fehler über den Tag hinweg, sodass nicht 1500 abhängig beim Siebenkampf. Man spürt die Nervosität in der Luft. Das ist richtig. Die Spannung erhöht sich natürlich, denn der Wettkampf ist sehr, sehr eng. Beim Zehnkampf ist es oft so, dass sich das verteilt, die Führenden sich entblieben nach den ersten Disziplinen. Aber hier ist das Glück,
jedermanns Rennen, besonders um die zweiten, dritten zu sein. Man sagte, Sie sind der König der Verlierer, das scheint Ihnen gut zu gehen. Es tut ein bisschen weh hier und da, aber so ist es in dem Wettkampf. Man versucht durchzuhalten und wenn ich heute durchhalte, dann gewinne ich auch, glaube ich. Wann haben Sie den Namen Paul Meyers gehört? Auch in der Olympiade im letzten Jahr, denke ich. Also, Tag die 400, riesig stark. Ich wusste, dass er hier natürlich die Linie wie ein Mann. Aber heute ist der Tag stärker. Danke, das werden wir sehen. So, meine Damen und Herren, wir haben Sie informiert über den Start zum zweiten Zehnkampftag. Um 10.50 Uhr geht es mit dem Diskuswerfen erst weiter. Zehnkämpfer, das haben Sie auch gestern schon feststellen können, sind tolle Typen. Das war schon immer so. Erinnern Sie sich noch? Mit Herbert Fassbender. Ja, das kann man wohl sagen, meine Herren. Ich habe hier illustren Besuch bekommen und darf die Vorstellung mal anfangen. Einer kleinen Runde, die ja mehrere Zehnkampfgenerationen umfasst, mit Willi Holdorf, dem Olympiasieger von Tokio 1964. Und die Adler eben erzählt, da gibt es im Tokio Stadion inzwischen eine Inschrift. Hier gewann Willi Holdorf den Zehnkampf. Willi, was hat sich verändert? Ja, Gott sei Dank, damals hat sich vor allen Dingen verändert. Der Jürgen und ich haben gerade darüber gesprochen. Die Bahnen sind natürlich wesentlich besser geworden. Wir mussten ja leider immer noch auf unsere Wettkämpfe ausführen. Ich wog damals 2 Zentner. Und wenn es geregnet hatte, dann hat man schon Löcher reingerissen. Und das wie ist viel das haben Sie abgespeckt seitdem? Ja, die Muskeln sind weggegangen. Dafür ist andere 90 Pfund, das ist auch genug. Ja, ich glaube, sonst hat eigentlich der Zehnkampf ist gleich geblieben. Die Freundschaft unter den Zehnkämpfern, das mir hier wieder besonders auffällt, ist gleich geblieben und das freut mich besonders. In der Zeit, wo ja alles doch ein bisschen ums Geschäft noch geht, ist es, glaube ich, schwerer, Konkurrent und Freund zu sein. Jürgen Hinken ist schon angesprochen worden. Ich möchte zunächst aber auch unseren Gast aus Großbritannien begrüßen, auch einen Kollegen, Daley Thompson. Man darf sagen, eine Zehnkampf-Legende. Er hat alles gewonnen, zu gewinnen ab. Er weiß den Zehnkampf. Als ich eben fragte, wann hat er sich denn zurückgezogen? Er sagt, oh, it's a good question. Wann war das denn? Actually in 90. 90 war das, genau genommen. Operations on my knees da hatte ich mehrere und dann habe ich versucht, einfach wieder laufen zu können. Ich brauche an Barcelona gedacht, aber es hat nicht geklappt. Heute Kollege bei der BBC, der Jürgen Hinsen ist ja inzwischen auch ein Media-Multitalent, Weltsportler, aber auch der große Pechvogel. Darüber wollen wir aber auch nicht reden, meine Herren. Mich interessiert zunächst mal Ihre Einschätzung zu dem, was gestern abgelaufen ist und heute Ablauf. Ganz konkret, Daley, die Frage, ist das schon eine Vorentscheidung nach dem 110 Meter Hürdenlauf oder würden Sie doch sagen, bei den schwierigen technischen Disziplinen, die folgen, kann da noch alles passieren? Ich halte den Kampf immer für völlig offen. Der Dan O'Brien bringt auch nicht die Leistung, die man normal von ihm erwartet hätte, zu seine Fehlermarge gezeigt und dann haben die anderen natürlich die Gelegenheit aufzuholen, sich einmal allein nehmen und diesen Hürden auf, dann hat der noch eine Chance auf die Medaille. Was fehlt denn bei Dan O'Brien zu den 100%? Ist er Nerven? Ist er nicht ganz fit? I think a combination of all those things. Kommen wohl verschiedene Dinge zusammen, denke ich. Ich meine, es hilft ihm auch nicht, dass die Leute wirklich den Deutschen derartig haben. Er ist so der Sport, der selber die Leute hinter sich braucht. Und das hat er gestern, auf das hat er verzichten müssen. Das werden wir also erleben. Jürgen, nein, ich will nicht mehr auf Ihr Pech zurückkommen. Was müsste denn passieren, dass noch einer der Deutschen nach vorne kommt? Ja, also zunächst einmal sind die beiden Deutschen ja noch weiterhin vorne. Also Paul Meyer hat ja weiterhin den zweiten Platz inne. Ich hoffe, dass er jetzt, ich sag mal,
seine Leistung bestätigen kann im Diskuswurf. Und das ist ein Knackpunkt, denn man weiß ja, nach dem Hürdenlauf ist gerade der Diskuswurf eine sehr, sehr schwierige Disziplin, wo doch sehr viel auch passieren kann. Und wenn er in den Bereichen um 45 Meter bleibt, was er durchaus ja werfen kann, dann glaube ich, hat er eine reelle Chance auf eine Medaille. Das Gleiche gilt natürlich auch für Christian Schenk, der ein hervorragender Diskuswerfer ist, der auch über 50 Meter werfen kann. Und diese Leistung braucht er dringend, gerade auch nach nicht gerade, ich sag mal, optimalen Lauf von ihm im Hürdenlauf, um eben weiter vorne zu bleiben. Er hat sich das Knie aufgeschlagen. Sie sagen, das ist ein starkes Handicap. Also erstmal merkt man das nicht während des Laufs. Und das Blut war ein bisschen und sieht sicherlich spektakulär aus, aber ich glaube, dass ihm das kaum behindern wird. Ja, ich höre gerade, wir sollen mal auf den Monitor schauen. Zeigt uns das nochmal. Hier haben wir die Differenz nach 6 Disziplinen. Schönen Dank, ihr Lieben in der Regie. Jürgen, vielleicht sag mal was dazu. Ja, ich meine, Dan O'Brien tut sich sicherlich sehr schwer hier. Also man sieht, dass er Trainingsrückstand hatte oder hat, nach seiner Verletzung, wie man ja hören konnte. Und das Problem ist, das konnte man im 100-Meter-Lauf sehen, wo er ja nicht diese Grundschnelligkeit besaß, die er eigentlich normalerweise vorzuzeigen hat. Und das addiert sich natürlich in den Disziplinen, denn mit der Geschwindigkeit, die man eben beim Absprung bringt oder beim Stabhochsprung, resultiert auch eine entsprechend höhere Leistung und die fehlt hier. Überall fehlen so 10, 20 bis 50 Punkte. Ja. Es gibt ja, sagen wir mal, wenn man es ein bisschen großzügig auslegt, doch schon eine gewisse Parallele zu 88. Da waren Sie zusammen mit Stevens, die Jäger von Daley Thompson. Heute sind es Christian Schenk und Paul Meyer. Ja, das war 86 Jäger, in Stuttgart. 86, sorry. Die Jäger von Dan O'Brien. Macht das was aus oder ist da doch nicht jeder auf sich selbst eingestellt? Also ich glaube, diese Kameradschaft, die hier gezeigt worden ist, sicherlich als Mannschaftsergebnis, wenn es überhaupt als Mannschaftsergebnis zu bezeichnen ist, viel ausmacht für die Athleten. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass sich jeder Einzelne konzentriert. Ein bisschen Kritik möchte ich vielleicht an dieser Stelle üben, dass man vielleicht zu viel außenrum macht. Also die Lockerheit, die ja bewusst hier dargestellt wird, kann auch schon mal hinderlich sein. Und das hat man beim Christian gesehen, beim Hochsprung. Ich glaube, der hat also zu viele Aktionen neben dem Hochsprung gemacht und hat dadurch die Höhe von... konkret. Es hat vielleicht nicht jeder, der uns jetzt zuhört, das gestern gesehen. Gut, ich meine, es ist ja so, er motiviert ja auch das Publikum, er verteilt, ich sag mal, Gastgeschenke an seine Leute. Das ist eine tolle Sache und dient sicherlich der Lockerheit des Wettkampfes. Mhm. Aber man verliert auch relativ schnell mal den Überblick und konzentriert sich nicht auf das Wesentliche. Und dann können solche Dinge passieren, wie beim Hochsprung, wo er ja 2,21 Meter zwar von der Höhe her dicke drin hatte, aber letztendlich gerissen hat und nur mit 15 zu Buche stand. Und die Punkte können ihm hinten fehlen. Fühlt er sich vielleicht doch ein bisschen als Teamchef des Zehnkampfs in die Pflicht genommen, um sozusagen so die Mutter der Kompanie um alles zu kümmern? Sicherlich. Ich meine, er ist einer der Initiatoren mit Sigi Wenz, die das Zehnkampfteam letztendlich auch stark gemacht haben. Und unsere Philosophie bedeutet ja, eine gemeinsame Leistung zu erbringen und vor allen Dingen Spaß an dem Wettkampf zu haben und diesen Spaß und diese Freude auch kundzutun. Aber es gibt eben zweierlei Paar Schuhe. Es gibt die Situation außerhalb des Wettkampfes und es gibt die Situation in dem Wettkampf. Mhm. Und wenn ich das mit Daley damals gemacht hätte, glaube ich kaum, dass das so funktioniert hätte. Ansonsten hätten wir sicherlich außerhalb des Wettkampfs noch ein paar Reibereien gehabt. Daley. Ich meine auch, die Sache mit dem Publikum ist in Ordnung, aber das Wichtigste hier ist natürlich zunächst einmal zu gewinnen. Und er hat da 6 oder sogar 9 Zentimeter gestern abgegeben, die ihm heute Abend böse fehlen könnten. Das könnte der Unterschied zwischen Bronze und Silber oder Bronze und Gold sein. Nein, nein, man muss die Prioritäten schon richtig setzen im Zehnkampf. Die sollen sich konzentrieren. Interessant, hier kommen ein paar kritische Töne auf, die wir vielleicht alle bisher so noch nicht gesehen und vernommen haben. Also der Christian Schenk ist in meinen Augen ja nun doch ein 100%iger Profi. Er weiß, was auch heute und gestern ihm auf dem Spiel steht und stand. Er war lange verletzt. Er will es noch mal zeigen. Olympiasieg hat er schon gehabt. Er will sich und der Welt zeigen, was er kann. Meinen Sie wirklich, dass das ihn doch ein bisschen von der Rolle
im wahrsten Sinne des Wortes gebracht hat. Ja, also ich sag mal so, ich meine, er erlebt ja eine Euphorie. Man muss bedenken, er war im letzten Jahr ja auch Mitfavorit für Barcelona. Und dann kommt so eine blöde Verletzung wie diese Ellenbogenverletzung, wo er keinen Speer werfen konnte. Ja. So, wenn man eine solche Niederlage erlitten hat und dann zurückkommt mit einem wirklich tollen Resultat, das sicherlich sein können, dann kommt mit der Euphorie dann auch die Geberfreundlichkeit dazu. Und diese Geberfreundlichkeit, die verleitet einen ab und zu auch dazu, nicht so ganz konzentriert zu sein. Willi Holdorf, wie sehen Sie das? Sicher war 1964 für den Zehnkämpfer nicht nach jeder Disziplin schon ein Fernsehinterview angesagt. Naja, das war eine andere Zeit. Also ich sehe es ähnlich, das liegt ganz sicher ab. Obwohl ich sagen muss, die Paul Meyer und Christian Schenk lassen sich natürlich sehr gern vom Publikum hochpeitschen. Das bringt auch sehr viel Motivation, aber es kann natürlich auch schnell eine Übermotivation geben. Und diese kleinen Ablenkungen, ich halte es grundsätzlich auch nicht für gut, aber es muss jeder selbst wissen, was tut ihm gut. Und manche sind auch dann nicht so nervös, so sehr schwer zu sagen. Ein bisschen enttäuscht bin ich von seinem 110-Meter-Lauf, wo er sicherlich alles geben wollte. Er hat natürlich einen sehr schwierigen, eine gute Reaktion, aber hatte den schnellsten Läufer bei sich. Das tut einem nicht so guten Hürdenläufer immer ein bisschen weh. Man kommt sehr schnell aus dem Rücken, wenn Klappt einer vielleicht verkrampft ein bisschen, schneller. Ne? Und da hat er eigentlich 50, 60 Punkte zu seiner normalen Leistung verloren. Die werden ihm auch noch mal fehlen. Aber wie vorhin schon gesagt wurde, es gibt noch viel schwierige Disziplinen. Der größte Knackpunkt, wie Jürgen schon sagte, ist jetzt das Diskuswerfen. Da 1,25 Meter Punkte im Schnitt. Und da kann man mit wenig Aufwand, mit bisschen Ruhe sehr viel gut machen. Da sind 5 Meter Unterschied schnell geworfen. Und dann ist Christian Schenk wieder dran. Er ist ein sehr guter Diskuswerfer, kann über 50 Meter werfen. Und ich glaube, nach dem Stabhochsprung können wir schon eher... Von dem ihr ja alle euer Lied singen könnt. Ja, da könnten wir schon eher sagen, so jetzt ungefähr wird es so mit den Medaillen ausgehen. Der Kreis ist auf jeden Fall sehr klein geworden. Und die Chancen unserer deutschen Athleten stehen noch sehr gut. Ich will da mal eine andere Frage stellen, die ich eben hier mit Dieter Baumann kurz erörtern konnte, habe ihn gefragt, wann er denn aufstehen würde, wenn er um 10 Uhr 110 Meter Hürden laufen müsste. Das war der 5 Stunden vorher. Wir hörten dann später von Christian Schenk, 7 würde auch noch reichen. Wie war das denn? Wie habt ihr das denn gehalten? Ja, wir sind, meistens waren unsere Wettkämpfe leider schon um 8 Uhr. Da braucht man gar nicht ins Bett zu gehen. So, dass man also, 8 Uhr ist eine kritischere Zeit als 10 Uhr. Weil 10 Uhr bin ich schon noch einigermaßen Rhythmus drin. Aber 8 Uhr, um da jetzt eine Höchstleistung zu verbringen, dann muss man einfach morgens um 4 Uhr aufstehen. Das hilft alles nichts. Das ist also das Späteste, um überhaupt den Körper auf Hochtouren zu bringen. Daly, ich nehme an, das war bei Ihnen nicht anders. Well, I stayed up all night because I was always worrying about. Ich bin die Nacht aufgeblieben, habe immer aufgepasst, was er macht. Ja, war das so? Habt ihr euch beäugt, also sozusagen auch außerhalb des Geschehens? Nein, es ging bei mir eigentlich wirklich nur darum, dass mir der Wettkampf einen tierischen Spaß gemacht hat. Das Harte war das Training. Ich habe mich immer auf die Begegnungen mit ihm und Siggi und so und Guido gefreut. Das war der Punkt. Sie waren natürlich immer der große, nach außen auch als willensstark auftretende Superathlet. Wie war das denn bei Ihnen persönlich mit den Ablenkungen? Sie waren auch immer einer, der in den Medien gefragt, gefordert, manchmal auch gejagt wurde. Nein, das Wichtigste oder eigentlich das Einzige in meinem Leben 15 Jahre lang war der beste Zehnkämpfer zu sein. Da gab es für mich überhaupt nichts anderes und keine Ablenkung von diesem Ziel. Tag für Tag bin ich ins Training und alles andere war wirklich weit weg und zweitrangig. Da gab es gar nichts, was auch nur herankam an dieses Ziel. Aber jeder muss auch sein Leben leben. Man kann top sein, aber ich konnte nur so top sein, dass ich mich nicht ablenken ließ. Die Zehnkämpfe zu Ihrer Zeit waren auch große sportliche Leistungen, ja Ereignisse. Aber haben Sie jemals einen ersten Zehnkampftag erlebt vor über 50.000 Zuschauern in einem ausverkauften Haus, wie das gestern hier im Daimler Stadion der Fall war? Los Angeles.
Ja, ja. Denken Sie an Los Angeles. Da war der Laden auch voll. Und der Grund war natürlich der, dass mein Freund Jürgen da war. Das ist ja ganz klar. Aber mal Spaß beiseite. Er hat eigentlich wirklich das richtige Lob nie bekommen, die richtige Anerkennung. Er war ein super Athlet und ich war immer glücklich, wenn er dabei war. Und Dan O'Brien hat viel Glück, denn er hat niemand, der so wirklich an ihn herankommt, während ich ihn immer im Nacken hatte. Und wenn er nicht da gewesen hätte, hätte ich meine Erfolge auch nicht erreicht. Ja, und das hat aber so euch auch beide dieser Zweikampf, von denen gibt es ja in der Leichtathletik-Geschichte, denken Sie an Moses gegen Harald Schmidt, der gestern hier saß. Davon haben ja auch immer Sieger und Besiegter gelebt. Ist daraus inzwischen auch eine Freundschaft geworden, was früher auch eine Sportfreundschaft war? Das war natürlich am Anfang schwer, weil wir beide das gleiche Ziel hatten und nur einer gewinnen konnte und ich immer gewann. Der Glückspilz. Aber egal, wir sind gute Freunde. Wir sehen uns regelmäßig, wir essen zusammen, reden miteinander, haben viel Zeit in Barcelona zusammen verbracht. Jetzt ist das vorbei, jetzt kann man Freunde sein. Wir haben so viel zusammen durchgestanden. Jetzt haben wir bei Los Angeles 84 gesprochen. Ich will nochmal zurück auf Tokio 64 und auch auf den Anfang unseres Gesprächs, Willi. Sie sprachen gleich das an, was auch heute noch besteht, die Freundschaft unter den Zehnkämpfern. Das ist ja, sagen wir mal, im Sport heutzutage nicht die Norm, sondern die Ausnahme. Woran liegt das, dass das bei den Zehnkämpfern damals so war und heute noch so ist? Ja, ich glaube, das hat zwei wichtige Faktoren. Einmal, ohne dass ich die Zehnkämpfer jetzt loben will, es ist etwas Ideelleres, wenn man Zehnkampf macht. Das ist ein Grund, aber ich glaube, der wichtige Grund ist noch, dass man zwei Tage zusammen Wettkampf betreibt. Ein 100-Meter-Läufer, der sitzt sich ganz kurz auf dem Einlaufplatz, gibt sich die Hand vorm Start und nach dem Ziel und dann ist es vorbei. Während die Zehnkämpfer doch zwei Tage zusammen miteinander kämpfen und viel mehr Berührungspunkte haben, viel mehr Chancen haben, sich kennenzulernen, miteinander Kontakt aufzunehmen und Freundschaft oder eben auch keine Freundschaft zu schließen. Der Olympiasieger 64, der Olympiasieger 84 und möglicherweise der Weltmeister von 1993, Dan O'Brien, über den wir hier nicht ganz so viel wissen. Wir haben ein kleines privates Porträt vorbereitet, das ich doch jetzt mal unsere Kollegen in der Regie bitte, uns mal einzuspielen. Die große, tragische Figur des letzten Jahres für die Amerikaner ihr Zehnkampffavorit Dan O'Brien. Nachdem man ihn durch eine erfolgreiche Werbespot-Kampagne im Olympischen Vorfeld fast zum Superstar aufgebaut hat, kam der sensationelle Einbruch bei den Olympia-Ausscheidungen, auf der er die Stabhochsprunghöhe nicht. Man war fassungslos aus der Traum von Olympia Gold. Ich breche schon manchmal mental ein, sagt er hier, aber je mehr Wettkampferfahrung ich gewinne, desto leichter fällt es mir, wieder meine Linie zu finden. Einen Monat nach Barcelona wollte O'Brien beweisen, dass die Werbeleute ihm zu Recht den Titel der beste Athlet der Welt verliehen hatten. Ganz gezielt ging er in Frankreich einen neuen Weltrekord an und schaffte ihn. 8.891 Punkte. Dan O'Brien ist der beste Zehnkämpfer, der je lebte, meint Co-Trainer Rick Sloan. Er kann aber auch selbst sein schlimmster Gegner sein. Ein psychologischer Fall, sagt Coach Mike Keller. Im Training für die WM hier in Stuttgart musste ihn monatelang versuchen, zunächst die mentale Barriere im Stabhochsprung aus der Welt geschaffen werden. Und zwar völlig. Darauf legte das Team den größten Wert. Der Spätstarter unter den Zehnkampffavoriten trainierte im abgelegenen Moscow im Staat Idaho, weit weg diesmal von Kameras, Werbeleuten und anderen Ablenkungen. Das Desaster von 1992 sollte sich auf keinen Fall erholen. Auch die Verletzungen, unter denen O'Brien noch bei den WM-Ausscheidungen vor zwei Monaten in Eugene litt, sind auskuriert. Er ist voll da.
Ich will meinen WM-Titel in Stuttgart erfolgreich verteidigen. Das hat im Zehnkampf noch keiner geschafft. Noch nicht mal Daley Thompson. Wir haben gerade Gelegenheit, mit dem Trainer von Dan O'Brien live zu sprechen. Werner Damm, bitte. Ja, Herbert, ist einer von beiden Trainern, Mike Keller. Er ist für den Sprint zuständig. Rick Sloan ist schon beim Diskus einwerfen. Wir haben die Hürdenläufe eben gesehen, der beiden Amerikaner. It was the sixth discipline of the American guys. Das war jetzt die sechste Disziplin. Wird es der Tag der Amerikaner, der zweite Tag? Dan ist meiner Ansicht nach bereit und fit. Und da sind ein paar Amerikaner, die keinen schlechten Wettkampf hinlegen, besser werden. Und sie haben alle beide gute zweite Tage. Ja, dieses sechste war vielleicht eine Vorentscheidung für den Zehnkampf. Gegen die Deutschen? Ja, ganz sicher. Das sehe ich so. Das ist so eine Regel hier, wenn man vor so einem großen Publikum morgens antreten muss. Die siebte Disziplin, der Diskuswurf, ist sicher sehr wichtig, technisch schwierig. Gibt es da eine Taktik für Dan? Ja, der Trainer Sloan hat es schon gesagt, wir versuchen so weit wie möglich zwischen die weißen Linien zu kommen. Aber er war immer ein bisschen unberechenbar beim Diskus. Der hat ja eine Lendenverletzung gehabt, eine Leistenverletzung, und wir hoffen, so 47 Meter können rauskommen. Da sind wir wieder in unserer Gesprächsrunde. Vielen Dank, meine Herren. Also Dan O'Brien, der große Favorit, wenn es dabei bliebe und Paul Meyer und Christian Schenk dahinter einkämen, es wäre das Normalste von der Welt, was die Formlage anbetrifft. Das war bei Jürgen Hingsen immer ein bisschen anders. Er hat mal Weltrekord im Zehnkampf erreicht und galt immer als Mitfavorit und war dann doch zeitweilig der ewige Zweite. Da würde mich mal interessieren, wie sozusagen der Statesman unserer Runde, Willi Holdorf, der Olympiasieger von 64, das, was mit einem seiner Nachfolger da auch publizistisch passierte. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Interview für eine große Zeitung gegeben und habe als den erfolgreichsten deutschen Zehnkämpfer Jürgen Hingsen genannt und ganz erstaunte, wieso das? Jürgen Hingsen ist für mich einer der erfolgreichsten deutschen Leichtathleten überhaupt. Er hat 4-mal Silber gewonnen bei großen internationalen Wettkämpfen, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Er hat halt das Pech gehabt, 2-mal, dass er erstmal selbst hoch gehandelt wurde und man erwartet hat, er wird Sieger, wo er auch selbst ein bisschen mit Schuld hatte, aber das gehört dazu. Und dann hat er das nächste Pech gehabt, dass Daley Thompson nicht Fußballspieler geworden ist, sonst wäre er mit Abstand, wäre Jürgen ewig der Erste gewesen. Und das muss man einfach so ernst mal sehen und hätte vielleicht sogar oft 100 Punkte weniger machen können und wäre der ganz große Held gewesen. Deshalb sollte man nicht von Pech reden, außer dass er das Pech gehabt hat, zur gleichen Zeit wie Daley Thompson die Wettkämpfe zu bestreiten. Er war ein ganz großer Leichtathlet und für mich eben einer der größten Leichtathleten, die Deutschland je gehabt hat. Auch wenn er einige Fehler gemacht hat, das heißt ja nicht. Ich kann großer sein und wenn ich trotz Fehlern großer bin, umso stärker ist es ja. Der Daley hat ganz ostentativ genickt. Wie sehen Sie das denn? Ich denke wirklich, dass er ziemlich viel Pech hatte. Es kam ja so oft vor, dass wir zusammen im Wettkampf waren und einen Monat vorher oder später war er top da und im Wettkampf hat er es dann nicht gepackt. Er ist sicherlich etwas unterbewertet in Deutschland. Die Leute wollen den Sieger sehen und sie wollen zu sehr, dass einer gewinnt. Sie sehen nicht das ganze Umfeld, wie wir es gerade gehört haben. Einer der größten Leichtathleten in Deutschland. Der Willi hat gesagt, Jürgen habe das Pech, dass Sie nicht Fußballer geworden wären. Wenn Sie Fußballer geworden wären, hätten Sie möglicherweise viel mehr Geld verdienen können. Tut Ihnen das sozusagen rückblickend leid? Oh no, I much prefer all the glory, because this is nein, nein. Geht es schon nicht mehr so raus. Da ist ja auch der ganze Ruhm. Da ist ja nicht nur das Geld und man möchte der Beste sein. Und beim Fußball, da hängt man immer von 10 also anderen mit. Vielleicht kann ich auch noch mal was dazu sagen, weil über mich gesprochen wurde. Ja, aber ja. Also ich sag mal, für mich war es nie eine Schande, gegen Daley Thompson zu verlieren. Weil gegen den größten aller Zeiten da Zweiter zu werden, ist, glaube ich, auch eine tolle Geschichte. Und daran bin ich gewachsen letztendlich. Und ich muss sagen, die Tendenz, leider Gottes auch in unserer deutschen Medienlandschaft, als Zweiter, als Verlierer zu gelten, das ist für mich eine Sache oder auch, glaube ich, für alle anderen Athleten eine Sache, die man so ohne weiteres nicht unbedingt hinnehmen kann und hinnehmen sollte. Weil wenn man die Silbermedaille, man gewinnt ja eine Silbermedaille, man verliert ja keine. Und in dem Zusammenhang würde ich sagen, bin ich mit meinen Leistungen sehr zufrieden. Gut.
meine, das, was die beiden anderen, die sie hier umrahmen, hätte ich fast gesagt, Jürgen gesagt haben, glaube ich, können wir auch so stehen lassen. Jetzt reden wir aber nochmal über die Gegenwart. Wir haben viel spekuliert, wir haben hingewiesen auf die Technik. Nun hätte ich doch ganz gerne mal Medaillentipps von Ihnen, meine Herren. Willi, wie geht der Zehnkampf heute Abend zwischen 21 und 22 Uhr mit dem 1500-Meter-Lauf zu Ende? Ja, ich glaube, dass Dan O'Brien gewinnt, wenn nicht ganz was Außergewöhnliches passiert, was bei jedem passieren kann. Und ich hoffe, ich habe vorher getippt, dass unsere beiden Deutschen, Meyer und Schenk, Platz 2 bis 5 belegen. Dabei bleibe ich. Ich hoffe natürlich, dass sie Silber und Bronze machen. Aber nach dem Diskuswerfen könnte ich schon ein bisschen mehr dazu sagen. Mal sehen, ob wir Sie da nochmal einholen können. Daly, wie sehen Sie das? Wie Willi sagt, wenn nichts Außerordentliches geschieht, setze ich auf Dan O'Brien. Hammerleinen ist voll mit dabei und hat eine gute Chance auf eine Medaille. Und dann ein Deutscher. Which one? Welcher? Christian Schenk. Christian Schenk. Jürgen. Ja, dann würde ich mich dem anschließen, was der Daly gesagt hat. Also ich glaube auch, dass der Hammerlein einen sehr guten zweiten Tag hier zeigen wird. Nicht zuletzt durch seine fantastische Zahl, die gleichzeitig Weltrekord im Zehnkampf bedeutet. Und ich tippe auf Bronze dann, wenn der Daly sagt Christian Schenk, dann sage ich Paul Meyer. Und zu guter Letzt möchte ich sagen, ich drücke den beiden also so fest die Daumen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist das bisher ein Riesenzehnkampf in einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft insgesamt. Der vierten, die hier, glaube ich, kann man sagen, alle Erwartungen, was die Resonanz, was das Publikum anbetrifft, übertroffen hat. Daly, Sie als ausländischer Gast, wie haben Sie es empfunden? Also die Beteiligung der Zuschauer in den letzten Tagen ist absolut fantastisch. Denken Sie an den Siebenkampf und die Silbermedaille von Sabine Braun. Super. Und auch gestern, ich wünsche mir nur, wir hätten das bei unseren Wettkämpfen so gehabt. Denn die deutschen Zuschauer scheinen sehr kenntnisreich, sehr neutral und fair und freuen sich über Leistungen von jedem, nicht nur von ihren. Willi, man hat immer gesagt, die Leichtathletik gerät in die Krise. Wir haben heute bewusst mit keiner Silber über Doping gesprochen, was ja auch im Zehnkampf, jedenfalls im deutschen Team, kein Thema ist. Wie sehen Sie denn die Entwicklung der Spitzenleichtathletik generell? Ja, ich glaube, das Thema Doping soll man einfach nicht verschweigen. Ich glaube, die Zehnkämpfer haben es schon einigermaßen in die Reihe bekommen, in Deutschland schon 100%. Aber sie werden auch einen internationalen Zehnkampfclub gründen. Und man sieht ja auch an den Leistungen, an den Athleten, dass es einfach meistens durch normale Mittel, sage ich einfach mal. Und die Zehnkämpfer sind ganz weit voran. Und international werden wir es nur schaffen, durch internationale Kontrollen. So traurig wie das ist, man muss froh sein, wenn in kleinen Ländern Athleten überführt werden, dass die Angst grassiert bei den Athleten, dass alle sich dazu bekennen, einen sauberen Sport zu treiben, dass man das nie ganz wegkriegt. Sportler sind auch nur Menschen. Und ich glaube, warum sollen Sportler anders sein und nicht auch mit Fehlern und mit komischen Dingen behaftet sein? Wir können die Sportler nicht besser machen als die übrige Gesellschaft. Wir werden immer damit leben müssen, dass einer sich unfair verhält. Und so muss es bleiben. Und man kann die Sportler nicht dazu zu glorifizieren, dass sie nun einfach ganz, ganz ideell sind. So, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, meine Herren. Es hat Spaß gemacht, hier mal auch über die Vergangenheit des Zehnkampfs mit Ihnen zu sprechen. Jetzt aber geht's wieder zurück in die Gegenwart. Eine der Schlüsseldisziplinen im Zehnkampf, das Diskuswerfen. Dieter Adler und Gerd Rubenbauer wieder. In diesen 20 Minuten eines hochinteressanten Gesprächs hat sich im Stadion nichts getan. Es war Pause. Die Diskuswerfer, das heißt die Zehnkämpfer, die jetzt das Diskuswerfen angehen, haben sich eingeworfen. Ganz interessant zu beobachten, dass Paul Meyer beim Einwerfen nicht so gut aussah und Christian Schenk bei einem Wurf, den er nahe an die 50-Meter-Linie gesetzt hat, wohlgemerkt beim Einwerfen, schon wieder triumphierend die Faust in Richtung Publikum reckte, das auch prompt reagierte. Eine Ergänzung zu dem, was eben besprochen wurde. Ja, vor allem gab es auch ein Novum für einen Zehnkampf sicherlich, aber das Stuttgarter Publikum überbietet sich ja täglich selbst. Selbst beim Einwerfen gab es schon rhythmisches Klatschen bei den einzelnen Versuchen. Und einen wollen wir nicht verschweigen, den hat der Christian Schenk auch in den Käfig gesetzt beim Einwerfen. Das ist
Eduard Hämmerlein, der beginnen wird. Und das ist im Diskus ein ganz interessanter Mann. Er hatte ja früher in seinen Zehnkämpfen immer mal wieder einen Blackout. Meistens schon am ersten Tag. Dann schob sich das Ganze immer weiter hinaus. Wir können uns noch erinnern, einmal patzte er im Hochsprung, dann einmal im Stabhochsprung. Und in Götzis, da setzte er zwei Diskuswürfe außerhalb des Sektors. Und beim dritten kam dann ein Flattermann zustande und da übertraf er immer noch die 45 Meter. Also das ist für ihn schon eine Problemdisziplin, das Diskuswerfen. Wir werden schauen, wie er heute da einsteigt. Im Moment Hämmerlein also Dritter. 74 Punkte hinter Paul Meyer. Möchte kein rhythmisches Klatschen. Na? Donnerwetter. 48 etwa. Also, der Junge legt einen Bomben zweiten Tag mit Sicherheit hin. Und man darf nicht vergessen, dass er gestern im Weitsprung nach zwei ungültigen einen Sicherheitssprung machte, der weit unter seinen Fähigkeiten lag. Warten auf die Weite. Eduard Hämmerlein, 24 Jahre alt. 48,70 Meter. So weit hat er innerhalb eines Zehnkampfes auch noch nicht geworfen. Und zwar 2 Zentimeter weiter als bei seinem bisher besten Zehnkampf. Diskuswurf, Zehnkampf. Damit Sie sich noch mal ein bisschen orientieren können, Sie haben es ja vorher schon mal kurz eingeblendet gesehen, einen halben Meter können die Athleten hier gut machen und bekommen dann 10 Punkte. 2,5 Meter, ca. 50 Punkte. Naja, und die Differenz Paul Meyer zu Eduard Hämmerlein sind 74 Punkte. Also da muss der Paul schon ganz ordentlich werfen nach diesen 48 Meter von Hämmerlein, um nicht seinen zweiten Platz zu verlieren gegen den Weißrussen. Der nächste ist Alain Blondel, der Franzose, liegt an 8. Stelle im Moment. Kann so 43 bis 45 Meter werfen, damit wäre er sicher zufrieden. Und das ist es auch in etwa. Ja, und er ist auch zufrieden. Und kein Mann des ersten, sondern des zweiten Tags. Ja, vor allen Dingen, weil er anschließend sehr, sehr gut stab hochspringen kann. Guter Speerwerfer und guter 1500 Meter Läufer. Tja, ein bisschen draußen war er mit dem Fuß, aber der Wurf wird gültig gegeben, 43,30. Er hat den Wurfkreis nicht verlassen und den Boden berührt. 43,30. Jetzt aber Dan O'Brien. Sie haben vorher von seinem Trainer ja gehört. Um die 47 Meter und was für ein faires Publikum. Dan O'Brien betritt den Diskusring, von donnerndem Applaus begrüßt. Auch das ein guter Wurf zu Beginn für ihn, wo er Schwächen zeigt. Bei den US-Meisterschaften hatte er zunächst mal zwei ungültige. Aber damit und auch mit etwa 47 Metern hat er zunächst mal die größten Sorgen ausgeräumt. Die nervenstärksten jedenfalls an diesem zweiten Tag bisher Dan O'Brien und Eduard Hämmerlein. Das ist ja ganz unterschiedlich, weil Sie vorher bei Hämmerlein gesehen haben, dieses Abwinken an die Adresse des Publikums gerichtet, mit der Bitte, rhythmisches Klatschen dem Athleten zu widmen. Wir erinnern uns, dass beim Diskuswerfen der Spezialisten ja sogar an der Anzeigetafel aufleuchtete, die Bitte von Lars Riedel und Jürgen Schult, das Klatschen zu unterlassen, bis der Diskus den Käfig verlassen habe.
47,92 Meter im Übrigen für O'Brien. Differenz zwischen Dan O'Brien und Paul Meyer 73 Punkte. Das sind, ja, kann man sagen, ach, spekulieren wir mal noch nicht jetzt beim ersten Durchgang. Warten wir erstmal ab, was Paul Meyer wirft. Aber so sehr viel darf Paul Meyer da auch nicht mehr abgeben. Ungültig der nächste Wurf des Finnen Kittalo. Der nächste ist dann der Usbeke Ramil Ganiev. Während wir hier Paul Meyer sehen mit den Versuchen, sich zu konzentrieren, vorzubereiten auf seinen Wurf. Ganiev kann etwa so um 45 werfen. Liegt auf Platz 10 in der Gesamtwertung. Also einen Platz schneller als Michael Kohnle. Das war nicht berühmt, er kann mehr. Gesicht ist auch eher skeptisch als freudig. Ganiev, ein Mann, der noch sehr ausbaufähig ist als Kämpfer, noch beträchtliche Reserven im Sprintbereich und im Weitsprung besitzt. Aber ein netter Kerl, wie auch die deutschen Kämpfer immer wieder gerne bestätigen. Jetzt kommt der Christian Plasiar, auch so im 45-46 Meter Bereich, im Diskuswerfen einzuordnen. Man kann nur den Hut ziehen bisher vor seinem Wettkampf. Das hätten ihm vor einigen Monaten noch die wenigsten zugetraut. Aber die gute Form, die er beim Europacup zeigte, war schon Indiz dafür, dass die Weltmeisterschaft als großer Kämpfer noch dazu in einer Atmosphäre wie hier in Stuttgart, die er gerade besonders wieder in guter Verfassung präsentieren würde. Allerdings, der ist ihm missglückt. Und dann wird es interessant, denn nach Christian Plasiar kommt Paul Meyer. Der hat ja 47 Meter geworfen in Oulu beim Europacup, sich gesteigert also. Und das ist auch das Ziel, was er jetzt vorhat. Und nach dem Ärger über den aus seiner Sicht doch nicht optimalen Hürdenlauf hoffe ich jetzt, dass er die Konzentration hat, die Technik einigermaßen korrekt auszuführen und einen guten Wurf hinzulegen. Wird gültig gegeben an die 45 Meter. Das ist schon mal ganz ordentlich für den Beginn. Darauf lässt sich aufbauen. Meter 18 für Paul Meyer. Nachdem wir da beim Einwerfen gesehen haben, ist das eine erste kleine Beruhigung. Und nachdem wir die Zeitlupe noch mal kurz angeschaut haben, wechseln wir ja hinüber zu Werner Damm. Ja, eine erste Beruhigung, ja, das ist
jeden Fall, aber es war noch nicht ganz das, was wir erwartet haben, sagte Axel Berndt. Warum? Ich habe mir natürlich ein bisschen mehr Weite gewünscht, weil wir an dem Hämmerlein dranbleiben wollen. Beziehungsweise er ist ja hinter uns noch, aber der hat direkt mit einer guten Weite begonnen. Und der rollt jetzt das Feld von hinten auf. Der hat einen ganz starken zweiten Tag, das haben die Hürden bewiesen. Ist ein guter Diskuswerfer, ein ausgezeichneter Stabhochspringer. Und wir müssen natürlich versuchen, so lange wie möglich zu halten, um ihn auch nervös zu machen. Ne? Und dann ist uns eigentlich 44 Meter zu wenig. Zeigt der Paul Nerven? Ach, eigentlich nicht. Das hat eigentlich bewiesen, dass er gut war. Also wir müssen ja mal von der absoluten Bestleistung runter sagen wir, Großereignis-Bestleistung. Das war hier schon. Barcelona fing ja mit 42 Meter an und so Flatterleute. Hier war der eigentlich gut, sicher. Und ich glaube, dass er auch noch was draufsetzen wird. Ne? Okay, schauen wir mal zur Konkurrenz. Hier heißt Rob Museo, der Amerikaner, der gerade 47,90 geworfen hat. Also, der Satz, es könnte der Tag der Amerikaner werden, kommt gar nicht so von ungefähr. Da haben wir nochmal Rob Museo mit Dan O'Brien. Museo ist ja einer, der durchaus 50 Meter werfen kann. So wie wir das auch vom Nächsten hoffen. Und er wird dann ganz sorgfältig registriert, buchgeführt über den Wettkampf vom Athleten selbst. Im Fall Rob Musio. So, und jetzt kommt Christian Schenk. An die 50 Meter beim Einwerfen. Und was kommt jetzt? Wenn es um die Medaillen geht. Denn jetzt muss man sagen, zählt jeder Punkt. Medaillen. Schenk im Augenblick Sechster. Zu viel, hat er viel zu hoch rausgeschleudert. Gewaltwurf von Christian Schenk. Tja, das ist ja immer das Problem. Da möchten sie ganz weit werfen, dann bleiben sie nicht locker genug. 46,94, das Positivste an diesem Wurf ist. Geht schon mal ein Glücker, aber kann viel, viel mehr, der Christian Schenk. Jetzt wird es interessant nach ihm, denn da kommt Steve Fritz. Der liegt einen Platz vor Christian Schenk auf Rang 5 in der Gesamtwertung mit 12 Punkten Vorsprung. 12 Punkte, das ist nicht viel. Das sind na 50, 60 Zentimeter mal ganz grob gerechnet. Die Fritz im Diskuswerfen nicht ganz so stark. Und das sieht man auch an diesem total missglückten Wurf. Aber es bleiben ihm ja noch zwei. Erster Durchgang ist vorbei. Fazit, nachdem wir gehofft hatten, Christian Schenk würde den Eduard Hämmerlein ein bisschen abhängen können im Diskuswerfen. Genau umgekehrt ist es gekommen. Hämmerlein hat fast 2 Meter Vorsprung herausgeholt. Das bedeutet, knapp 40 Punkte hätte er nochmal dazu gewonnen. Also im zweiten Durchgang muss die Steigerung kommen bei Christian Schenk und Dan O'Brien ist sicher und solide in der Disziplin. Ja, als die Achillesferse am zweiten Tag, genauer gesagt der Übergang vom Sprint zum Diskuswerfen gilt. So, dass im Augenblick mit den derzeitigen Wurfergebnissen Hämmerlein Paul Meyer überholt hat und auf Platz 2 liegt. Aber, wie gesagt, dies alles erst nach dem ersten Durchgang im Diskus. Das ist ja auch deswegen so schwer, weil es die einzige Disziplin innerhalb des Zehnkampfs ist mit einer Rotation, seiner Drehbewegung. Und
warum das Diskuswerfen gerade nach dem 110 Meter Hürdenlauf so seine. Darüber können wir dann anschließend nochmal philosophieren. Hämmerleinen. Tja, der ist wirklich in Bombenverfassung. Und von Zurückhaltung mittlerweile keine Spur mehr. Nach einem zu seinem Typ passenden, introvertierten ersten Tag. Und jetzt der exaltierte zweite Tag. Er geht so richtig aus sich raus, Eduard Hämmerleinen. Das kann er auch bei den Leistungen. Das sieht auch ganz gut aus, technisch. Und die nächste persönliche Bestleistung, 49,26 Meter. Nach der Bestleistung im 110 Meter Hürdenlauf, jetzt die nächste im Diskuswerfen. Tja, und er kann sehr gut Stab hochspringen, wirft auch recht ordentlich Speer. Das wird spannend, da saß Paul Meyer neben ihm. Ein vollkommen ungewohntes Bild, jedenfalls nach den Eindrücken des ersten Tages, ein relativ denklicher Paul Meyer und ein strahlender Eduard Hämmerleinen. Jetzt aber Alain Blondel, der Franzose. Ersten Durchgang mit 43,30 in etwa im Bereich seiner Möglichkeiten im Diskuswerfen. Wird von seinem Vater trainiert, Blondel. Der ist ihm total missglückt. Ist er weggerutscht. So, dann kommt Dan O'Brien. 47,92 bisher. Zum Vergleich bei seinem Weltrekord in Talons in Frankreich im vergangenen Herbst. Da war er 48,5 Meter. Also der kann noch mehr. Hat viel in den Wurfdisziplinen gearbeitet seit der US-Meisterschaft in Eugene im Juni. Hat keinen Zehnkampf seitdem bestritten, auch keine Einzelwettbewerbe. Und hat sich speziell auf das Training der Wurfdisziplinen gestürzt, um da Defizite auszugleichen. Kam nicht richtig in die Abwurfhaltung und demzufolge sind es dann auch nur 45, ist außerdem ungültig, also bleiben seine 47,92 aus dem ersten zunächst mal als beste Leistung. Und das ist ja gar nicht schlecht. Werner Damm, was gibt's? Der erste Versuch war es gut, der zweite war ungültig. Was ist denn da schiefgelaufen? Wahrscheinlich hat er ein bisschen zu viel Power dahinter gelegt und zu weit werfen wollen. Und das passiert oft so. Wenn der erste in Ordnung ist, dann versucht man weiter natürlich mit dem zweiten. Und da besteht die Gefahr, dass die Mechanik und das Timing durcheinander kommen. Hier passiert kein schlechter Wurf, aber ein bisschen daneben. Soll sich entspannen, den Rhythmus wiederfinden für den nächsten Versuch, dann wird er besser. Eduard Hämmerleinen ist in super Form. Haben Sie Angst vor ihm? Ich habe Angst vor ihm. Die sind alle da. Hämmerlein kann heute sehr, sehr gut abschneiden. Der wird voll angreifen. Hoffen wir, dass beim Stabhochsprung der Unterschied rauskommt. Dieter Adler und bitteschön. Ja, das war Rick Sloan, der vor allen Dingen im Trainergespann für Dan O'Brien in den Wurfdisziplinen zuständig ist. Dieter Loder Finne. Kiskitalo im Gesamtklassement auf Platz 12, also hinter Kohnle, der 9. ist. Und Christian Schenk, der da wahrscheinlich nochmal von Dr. Axel Schaper, seinem Trainer, einen kleinen Tipp bekam, die Sache etwas konzentrierter und nicht so verkrampft anzugehen, wie den ersten Durchgang. Der kann 70 Meter werfen.
und Christian, lasst es krachen. Das war gestern so. Aber auch das Publikum spürt hier, dass im Moment nach dem Hürdenlaufen die beiden, Meyer und Schenk, Kohnle wirft erst viel, viel später in einer anderen Gruppe, noch nicht so richtig drin sind. Aber ich sage zu Beginn unserer Übertragung, der zweite Tag, das ist der Tag der schwierigen Disziplinen, der technisch schwierigen. Da hat vor allen Dingen Paul Meyer einfach noch einiges nachzuholen. Aber er ist auch noch jung. Ramil Ganiev, der Usbeke. Ganz schwacher erster Wurf. Und Diskus werfen, das ist auch nicht seine Sache. Das sind nicht mal 40 Meter. Also Ganiev, der sich immerhin noch ganz gut geschlagen hat in diesem Zehnkampf, fällt da doch weiter zurück. Zehnter ist er bisher. Unmittelbar hinter Kohnle. Also der baut ab. Im Diskus zumindest. So, Christian Plasiar, der Modellathlet, was viele vielleicht gar nicht mehr so sehr in Erinnerung haben. Der war bei der Europameisterschaft in Stuttgart auch schon dabei. Damals sprachen ja alle nur vom Trio Thompson, Hengsten, Wenz. Damals war das siebte, der Plasiar. Wie lange der schon dabei ist, deutlich vielleicht bei diesem ungültigen Versuch, dürfen wir das mal kurz erwähnen, Tatsache, was sage ich, seit 8 Jahren seinen ersten 8000 Punkte, Zehnkampf machte damals auf deutschem Boden in Ingen. Jetzt Paul Meyer. Bisher 44,18 Meter im Diskus werfen. Vor allem gegen Hämmerleinen. Lach, das ist aus Steigerung bei Paul Meyer. Aber noch nicht das, genau wie 110 Meter Hürdenlauf, was er eigentlich kann. Über die 45, deutlich. ...45,72 für Paul Meyer. Jetzt müsste noch ein guter Spieler her. Er hat unter dem Strich bisher einen sehr konstanten, ausgeglichenen Wettkampf geliefert, ohne das ganz gute Spitzenresultat. Aber in jedem Falle Zufriedenheit beim Trainer, bei Axel Berndt. Also Paul Meyer und sein Trainer Bernd, die hoffen natürlich jetzt auf den nächsten Versuch. Den letzten, den dritten. Rob Musio ist eigentlich ein Franke der Amerikaner, ist in Würzburg geboren. Der einzige Linkshänder im Feld, auch ganz flach kommt der Wurf heraus, aber der kann mehr werfen. Der hat ja vorhin 47,90 Meter geworfen. Schon über 10 Jahre im Zehnkampf mit dabei. Hat in Tokio vor 2 Jahren bei der WM aufgegeben, aber war immerhin Olympiameister im vergangenen Jahr in Barcelona. Unglücklich dieser Versuch. Und liebt als Techniker den zweiten Tag.
Jetzt geht's los. Skandieren die Zuschauer. Jetzt kommt Christian Schenk. 46,94 Meter im ersten. Nicht verkrampfen und doch technisch sauber werfen und dann kann er 50 Meter erreichen. Denn 46,26 das ist schon zu nehmen. Und wenn Christian Schenk bleibt, ja, und Steve Fritz überholen, dann muss es jetzt was werden. Tja, Autogrammsammler. Irgendwann sich werden, aber jetzt geht's mit Christian Schenk. Keine optimale Abwurfhaltung. Und der Diskus stellt sich quer zur Richtung. Tja, immerhin. Wird er gemessen? Nein, war außerhalb des Sektors, oder? Doch, war außerhalb des Sektors, wird ungültig gegeben. Da drüben kam der Diskus. Wir hören mal wieder von Werner Damm und einem kompetenten Gesprächspartner, was es zum Stand der Dinge zu sagen gibt.